Aber unser Holgi fühlt sich nur in neuen Sachen wohl. Von der Windel bis zum Kinderwagen, alles neu. Ist ja auch hygienischer. Och, das sehen wir nicht so. Hauptsache, die Räder rollen und unser Werner ist glücklich. Ist Ihr Wagen nicht ein bisschen schwer? Sie müssen doch auch an den Schiebekomfort denken heutzutage. Meiner läuft praktisch wie von selbst. Schön, wirklich sehr schön, Frau Henze. Aber unser Werner ist sowieso am liebsten auf dem Arm. Beim Nuggeln. Was? Sie geben Ihrem Werner die Brust? Dafür hab ich sie doch. Sogar zwei. Gott bewahre, in welcher Zeit leben Sie denn? Also mein Holgi kriegt nur gutes Milchpulver. Aha. Natürlich das Beste, was auf dem Markt ist. Ist doch selbstverständlich. Was das teure Zeug? Muttermilch kostet nix. Sie können ja nur die Gebrauchsanweisung nicht lesen. Kann ich wohl. Können Sie nicht. Die ist nämlich auf Amerikanisch. Das ist nämlich eine Fremdsprache. Meine Mutter hatte auch keine Trockenmilch. Aber das sind ja animalische Sitten, Frau Wernersen. Auf diesem Weg wird Ihr Kind ja zum Tier erzogen. Wegen sowas hatten wir doch den Krieg. Wegen meiner Brust? Naja, war schön, mit Ihnen geplaudert zu haben, Frau Wernersen. Aber ich muss jetzt leider... Nur wegen Ihrem blöden Milchpulver. Gehen Sie doch los mit Ihrer Brust.